Nachtrag zum Welttierschutztag oder der Drache in mir. 6.15 Uhr. Ich rolle aus meinem Bett und schlurfe die gewendelte Holztreppe nach unten. Bevor ich von den Holzbrettern auf den kalten Steinboden des Vorzimmers trete, versuche ich mich zu erinnern, wo ich gestern Abend meine Schlapfen verloren habe. Der Drache in mir schlägt ein Auge auf und gähnt. Aus seinen Ohren qualmen kleine Rauchwolken. Meine nackten Fußsohlen berühren den kalten Steinboden. Ich spüre Sandkrümel, die sofort auf meinen Sohlen kleben bleiben. Mein Drache erhebt sich von seinem Nachtlager und streckt sich ordentlich durch. Aus seinem Mund fährt eine kleine Feuersäule. Da entdecke ich vor dem Kachelofen die Gartensandalen, die ich gestern gewaschen habe. Ich schlüpfe hinein und der Drache lässt sich zu Boden sinken. Ich stelle den Wasserkessel auf den Herd und hole die Zeitung, die ein braver Mensch jede Nacht vor unserer Eingangstüre ablegt. Mein Drache reißt die Augen auf. Die Zeitung liegt auf der regennassen Fußmatte. Die ersten Blätter sind so durchsichtig, dass ich die Schlagzeile auf der vierten Seite erahne. Die Drachenaugen beginnen zu glühen. Mein Drache hebt seinen Kopf und stellt die Rückenstacheln auf. Mit spitzen Fingern hebe ich die tropfende Zeitung auf und bringe sie in die Küche. Die aufgestellten Stacheln des Drachen kratzen an meine Magenwände. Mit Geschirrtüchern tupfe ich die nasse Zeitung vorsichtig ab. Der Drache sammelt Feuer für das erste Spein. Ich zerlege die Zeitung in Bündel, die ich auf dem lauwarmen Kachelofen drapiere. Der Drache klappt sein Maul probeweise auf und zu. Der Wasserkessel auf dem Herd kreischt los. Ich gieße den Kaffee auf und höre meinen Mann die Treppe herunterkommen. Der Drache bringt sich in Position. Mein Mann kommt zu mir in die Küche, legt seine Hand auf meine Schulter. Rauch steigt aus dem Drachenmaul und die ersten Flammen schießen hervor. Die Stacheln wackeln bedrohlich. Mein Mann küsst mich auf die Wange und sagt, alles Gute, heute ist unser Hochzeitstag. Der Drache in mir lässt eine missratene Stichflamme aus seinem Maul fahren. Seine Stacheln beginnen in sich zusammenzusacken. Mein Mann schaut mir in die Augen. Ich weiß nicht, ob er meinen Drachen sehen kann. Der seufzt laut, verzieht sich in seine Schlafhöhle und wirft die Höhlentüre mit einem lauten Rums zu. Bei der heurigen Tiersegnung stand ich in der letzten Reihe, weil ich hatte ja kein Tier mit. Ich glaube, nächstes Jahr kann ich mich unter die Kinder mit ihren Haustieren mischen. Meinem Drachen wird der Segen sicher nicht schaden.